Hallo zusammen, herzlich willkommen bei Frau Melinas Deutsch Vita. Ich habe von einer Freundin aus Italien vor ein paar Wochen ein Paket zugeschickt bekommen. Und zwar mit diesem Konfetti-Popper. Das ist jetzt der letzte Schrei in Amerika. Und da kann man so schöne Sachen mitmachen. Die sind halt sehr gefragt für Hochzeiten. Und da sind vier Teile bei. Und zwar stecke ich erstmal hier an den Stift. Habe ich hier. Oh, das ist schon so lang in meiner Schublade. Und irgendwie hatte ich nie Verwendung dafür gehabt, obwohl es wirklich sehr schön ist, auch von den Farben her. So, jetzt habe ich das hier schon ausgemessen. Jetzt kann ich hier auch komplett, sagen wir mal, weil das da oben wird eh noch beklebt, gehe ich bis ganz knapp an den Rand von unten her. So, dann habe ich mir schon die Heißklebepistole angemacht. Oh, daraus könnte man auch für Miniaturen eine Stehlampe machen. Ja, ich glaube, das kann man dafür verwenden. Da seht ihr jetzt gerade live, dass so Ideen dann kommen, wenn man eine Vorstellung schon hat. Und hier bin ich jetzt gerade den Konfetti-Popper am Kreieren. Und dabei fällt mir ein, dass ich ja auch damit eine Stehlampe machen könnte. So ein bisschen im moderneren Stil. Zu den ganzen Miniaturen, die ich für das Haus im Oktober, also Winter, Herbst, Winterzeit, so jetzt habe ich es, mache, brauche ich natürlich, wenn ich so Sachen mache, wie Komödien und Regale und die Pflanzen, die mache ich ja dann auch alle selbst. Jetzt hier so eine Lampe, das dauert halt immer. Da freue ich mich gerade total drüber. Muss ich gucken, dass ich diese Teile auf jeden Fall irgendwo noch bekomme. So, das wäre einmal damit schon erledigt, aber ich mache da jetzt noch ein bisschen, bringe noch ein bisschen Stille rein, also hier ist jetzt sehr viel Blink-Blink und ich trenne das jetzt gerade ein bisschen, indem ich Stoff dazu gebe. Ich habe zwar hier so einen Klebestreifen, das sind die vom Tee, die immer sehr gerne mitnehmen, aber ich werde jetzt trotz allem hier mit Heißklebe Pistole nochmal drum gehen. Also das kommt auch in die Verlosungsbox dann. So ziemlich alles, was ich in letzter Zeit mache, also von verspielt bis schick, kommt dann auch mit in die Verlosungsbox. Ja, dann mache ich das mal. Passt in etwa hier rein, weil so ganz lilane habe ich jetzt gerade gar nicht da an Blumen. Das gibt es bei Nanunana für 1,50 €. Und eigentlich wollte ich das gleich machen. Ich muss jetzt mal was ganz anderes machen. Und mache mir dann jetzt so eine Art Schleife. Da umwickle ich jetzt einfach diese Blüten.
Ganze setze ich mir dann hier so drauf. Jetzt habe ich auch noch den Deckel und den werde ich mir auch noch gucken, dass ich den schön mache, und zwar mit dem Rest hier. Dazu am besten mal einschneiden. Also für mich ist das ganz neu. Ich fand das auch süß. Ich wusste am Anfang gar nicht, was ich damit machen sollte. Und meine Freundin sagte so, das sind jetzt im Moment voll die Renner. Schau mal, welche Idee hättest du damit? Ich meinte dann, man könnte da Süßigkeiten oder so kleine Goodies draus machen. Und dann hat sie mich dann aufgeklärt, was man damit machen kann. Also es ist vielfältig. Man benutzt es in der Küche. Und wie gesagt, da so kleine Desserts draus zu machen. Oder auch für Hochzeitspärchen. Zu Geburtstagen. Also das ist ganz umfangreich. Und da fülle ich mir jetzt das Konfetti ein. Die kann man auch sehr schön selber machen, aus Seidenpapier. Fertig ist der Konfetti-Popper. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, ich werde das bestimmt auch als Stehlampe verwenden. Bis demnächst, eure Glina. Tschüss.